Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Im heutigen Video werden wir uns auch mit dem aktuellen Schreckgespenst der Messerszene beschäftigen, nämlich mit den geplanten Änderungen des Waffengesetzes und was die tatsächlich für Auswirkungen auf uns Messerenthusiasten, ja, und die breite Bevölkerung haben werden. Schauen wir uns dazu erstmal im Detail an, was überhaupt geändert werden soll. Ein wichtiger Punkt ist die Beschränkung der Klingenlänge von feststehenden Messern, die ja bisher bei 12 cm lag, auf maximal 6 cm. Das ist natürlich auch eine Sache, die viele Messerfreunde und Messerenthusiasten beeinflussen wird, denn die meisten Klingen, die wir eben so mit uns führen, sind 42A-konform und eben maximal 12 cm lang gewesen, besonders bei den feststehenden Messern. Das wird dann in Zukunft natürlich dadurch beeinflusst sein. Der nächste wichtige Punkt ist das Verbot von Springmessern. Bisher waren federunterstützt öffnende Messer bzw. Automatikmesser am Springmesser, die seitlich aufgeschwungen sind und Klingenlängen bis 8,5 cm hatten, erlaubt. Das heißt, man durfte sie besitzen. Sie waren nicht 42A-konform, das heißt, man durfte sie nicht im Alltag mit sich führen, aber sie waren erlaubt, sie durften besessen werden. Das wird sich mit der neuen Regelung dann ändern. Das heißt, hier sprechen wir über ein Verbot von automatisch öffnenden Messern. Sie werden damit einkategorisiert in die Schublade von OTF-Springmessern, Butterflies, Faustmessern etc. Diese Regelung wird definitiv auch Auswirkungen auf zum Beispiel uns als Händler haben. Denn natürlich haben wir bisher auch solche Messer in die Szene und an eben Enthusiasten verkauft. Wenn ein tatsächliches Besitzverbot resultieren sollte aus der neuen Gesetzesänderung, so wird das natürlich Auswirkungen haben auf einen jeden, nicht nur Privatpersonen, sondern auch Betriebe, die mit diesem Thema zu tun haben. Des Weiteren ist auch ein Verbot von Dolchen im Gespräch gewesen. Auch hier wären die Auswirkungen identisch wie eben schon zu den automatisch öffnenden Messern. Ja, und als letzter Punkt war im Gespräch, dass Messer in Zukunft in den öffentlichen Verkehrsmitteln nur noch in verschlossenen Behältnissen transportiert werden dürfen. Diese Regelung ist im Prinzip vielen schon bekannt, denn durch den 42a-Paragraphen haben viele, die nicht 42a-konforme Messer in der Vergangenheit getragen haben, eben auf genau diese Variante zurückgegriffen, dass sie nämlich eine Tasche genommen haben, die dann mit einem Schloss verschlossen wurde oder sogar etwas direkt dafür vorbereitet ist und so eben ihr Messer transportiert haben. Das würde jetzt natürlich einen jeden treffen, denn egal, ob das Messer nun konform ist oder nicht, es müsste in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. So sehen die Regelungen erstmal aus. Das bedeutet im Prinzip für jeden Messerfreund, der ja in Vergangenheit ein nicht 42A-konformes Messer mit sich getragen hat, für diejenigen Personen ändert sich im Prinzip nichts, denn nicht 42A-konforme Messer bleiben nicht 42A-konform. Es ist nicht von einem Besitzverbot oder dergleichen gesprochen worden. Das heißt, der Paragraph wird ja in diesem Fall auch so noch greifen. Sowas kann weiter in einem geschlossenen Behältnis entsprechend mitgeführt werden. Ja, bei feststehenden Messern, da muss ich sagen, da trifft es mich so ein bisschen emotional auch, diese Regelung. Denn ein Großteil der Messer, die ich gerne im Alltag mitgeführt habe, sind einfach feststehende Messer mit Klingenlängen, meist sogar deutlich unter 12 cm, aber eben nicht unter 6 cm. Das heißt, diese Messer, ja, würden in Zukunft definitiv unter diese Regelung fallen. Ich dürfte sie wahrscheinlich dann nur noch eben in so einem mit Kofferschloss verschlossenen Behältnis mit mir führen. Das wäre jetzt nicht so schlimm, aber es würde mich doch eben schon stören. Ein Punkt, der bisher eigentlich gar nicht groß zur Sprache gekommen ist, das ist nämlich der klassische 42a-Paragraph und zum Beispiel zweihändig bedienbare Messer. Für die Menschen, die ohnehin Slipjoint-Messer bevorzugt haben, Victorinox-Taschenmesser etc., sehen die geplanten Gesetzesänderungen in keinster Weise eine Einschränkung vor. Das heißt, 42A-konforme Klappmesser sind von dieser Regelung erstmal überhaupt nicht betroffen und sind damit in Zukunft eben auch weiter normal führbar. Und ein weiterer Punkt ist das berechtigte Interesse, die Legal Reason. Das bedeutet, wenn man draußen unterwegs ist, in der Natur, bei Film- und Fotoaufnahmen etc., da greifen diese Regelungen ja nicht. Das bedeutet, man hat ein berechtigtes Interesse oder im Rahmen der Brauchtumspflege, so wie schon in der Vergangenheit häufig besprochen. Das heißt, dort können ja auch wieder Messer geführt werden, die jetzt in der Öffentlichkeit nicht geführt werden dürfen. Ja, also alles in allem ist und bleibt es ein absolut diskrepantes Thema. Denn ja, es betrifft uns eben schon irgendwie alle in unserem Hobby, unserer Leidenschaft. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Regelungen vielleicht doch nicht so stattfinden, wie sie angedacht waren.
Bis dahin gibt es schon viele Petitionen, die man unterschreiben kann, die man unterstützen kann. Genauso auch den VDB, der sich sehr gegen diese Änderungen einsetzt. Auch dort kann man sich definitiv engagieren. Und bis das Ganze spruchreif ist, können wir erst einmal nur alle hoffen, dass es nicht so schlimm wird und uns weiterhin am scharfen Stahl erfreuen. Ja, und für all diejenigen, die jetzt so richtig Lust bekommen haben auf das Thema Messer, die sollten uns auf jeden Fall entweder in Berlin in unserem Ladengeschäft besuchen oder wie immer auf unserer Homepage auf messerworld.de.